Hier ist das Grab eines 17- bis 20-Jährigen, dessen Gebeine stark verkohlt waren, weil er einem Luftangriff zum Opfer fiel. Und das konnte dann nur mein Bruder sein. Und so war ich dann 1993 erstmals hier, als die Grundsteinlegung dieser Jugendbegegnungsstätte stattfand, zusammen mit dem französischen Veteranenminister Mestre. Und ein Jahr später, dann 1994, bei der Einweihung dieser Jugendbegegnungsstätte. Und das war dann sehr bewegend, als die Marseillaise und das Deutschlandlied und das Lied vom guten Kameraden ertönte. Das hat alle Menschen. Und es waren viele alte Freunde, Klassenkameraden meines Bruders, die zwischenzeitlich alle schon fast verstorben sind, waren hier und waren tief bewegt. Es gibt ja in Deutschland den Volkstrauertag. Das ist ein gesetzlicher Feiertag, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, vor allem auch in der jungen Generation, findet da weniger statt. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, das ist wahr. Und insofern ist auch überlegenswert, was machen wir an dem Tag? Vielleicht auch neu. Auch zu überlegen, ob das alte Ritual auch der Rede früher in Bonn, ich hatte auch einmal die Ehre, damals im Reichstag zu sprechen, das war damals schon in Berlin in den 90er Jahren, da müssen wir schon nachdenken, wie können wir junge Menschen dafür gewinnen? Und da wäre vielleicht eine Idee, schon einen Tag vorher oder nachher in den Schulen darüber zu reden, in allen Schulen darüber zu reden und seien es nur 5 Minuten, um den jungen Menschen, den Schülern klarzumachen, was ist passiert, was darf nie mehr passieren und was können wir tun, damit so etwas nie wieder passiert. Herr Weigel, ich bedanke mich für das Gespräch. Bitteschön.